So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Das letzte Mal haben wir uns hier ein bisschen in die Katakomben umgeschaut und haben festgestellt, dass die Gegner hier drin nicht ohne sind. Habe ich denn jetzt? Ja, ich habe genug Geld. Ich werde mich nochmal hinlegen. Weil krasse Scheiße und so. Ich glaube, ich muss da unten auch tatsächlich ein bisschen grinden. Ja, gut, das Spiel muss jetzt wieder laden, weil es komischerweise irgendwie durch einen Skriptfehler eben abgeschmiert ist. Deshalb musste ich das Spiel neu starten. War nicht so schlimm, die Aufnahme lief noch nicht lange. Gut, egal. Ja, bla bla. Danke, geladen. So, wieder auf zu meinem Freund, dem Händler. Wieder über die Leichen latschen. Geheilt bin ich, jawohl. Dann kann ich mir... Ach halt, warte mal. Der Händler war ja tatsächlich gar nicht so weit weg, ne? Leichen! Leichenschändung. Leichen! Dich ignoriere ich. Hallo Händler. Kaufen. Metallklinge. Yes. Vielleicht sollte ich mal den Ausgang suchen. Ja, solltest du vielleicht. Metallklinge. Yes. Sogar gar nicht wenig Angriffskraft jetzt. Aber Besseres habe ich noch nicht. Und dann kaufe ich für den Rest vom Geld auch noch... Achso, erstmal das Kurzschwert noch verkaufen. Jo. Und für den Rest vom Geld kaufe ich Heiltränke. Heilitems. Na, obwohl. Zwei davon. Gift werde ich wahrscheinlich nicht so häufig finden da. Zwei davon. Damit ist mein Geld weg. Lassen wir die Leichen mal aus. Ist nur unnötiges Hindernis, darüber zu stiefeln. So, ich bin mal freundlich heute, Leute. Und wieder hoch. Und runter. Mal sehen, wie ich hier rechts durchkomme, wenn ich den Hebel unten habe. Wahrscheinlich hier in das Tor nicht rein. Ja. Aber ich komme hier durch. Nee, komme ich nicht. Lamia. Zwei sogar. Sehr gut. Die Lamias finde ich irgendwie wesentlich angenehmer als die blöden Käfer. Erde war auch nicht so ihr Ding. Und uiuiui, Mann, oh. Lia, du machst ja Schaden. Ja, gut. Und noch ein Greifenklaue. Na komm. Na komm, jetzt aber. Alter, Erika ist schon wieder fast tot. Ich sollte so langsam mal irgendwie einen Charakter kriegen, der Heilungsfähigkeiten hat. Ich tippe mal darauf, dass Chris sowas hat. Ja geil, hier komme ich jetzt auch nicht durch. Oh nee, jetzt ist der Gegner auch noch hier. Bläh. Das ist doch doof. Die Dinger sind scheiße. Bestienke. Ach, das war doof. Ich wollte den Ohnmachtsangriff, aber was soll's. Ein Heiltrank für Erika. Erde auf dich und ein Angriff auf den anderen. Ja, komm. Ich hau einfach drauf. Wie viel kann der schon haben? 1200. 1700. Ja, okay. Es hat immerhin keine 2500 XP. Erfahrungs. Erfahrungs. Hä? Was rede ich für ein Sheet? KP. Keine 2500 KP. Aber die Lamia hat irgendwie weniger, habe ich das Gefühl. Die ist viel schneller hinüber, immer. Oder? Ja, das waren jetzt schon über 2000. Vergessen wir das.
Okay, vergessen wir das. Die Lamia hat mehr. Heilrunde. Weil. Fuck Logic. Erde. Draufhauen. Wow, das hat jetzt viel gebracht. Ach, stirb doch. Danke. Erika hat immer noch ihre 666. Ja. Gott, meine Heiltränke. What are you doing? Voller Topf. Dass das ganze Holzzeug hier unten auch nicht abfackelt, ne? Das ist ein Wunder. Ein Wunder! Hier kam ich auch nicht durch, oder? Ja. Gut, dann gehe ich halt hier lang. Hier war wenigstens eine Truhe mit geilem Inhalt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, komm. Bitteschön, 10 Heiltränke. Dankeschön. Ah, mit den XP sieht's auch nicht so prickelnd aus. Da oben ist immer noch diese verdächtige Ecke. Hier komme ich immer noch nicht durch. Hier komme ich auch nach unten nicht durch, fuck it. Oh, 4 Käfer. 4 Käfer, warum? Die lutschen. Die Käfer sind so nervig. Vor allem haben die so viel, verdammt viel Leben. Und kosten mich so verdammt viel Leben. Erde und für dich einen Heiltrank. So, der nächste Ohnmachtsangriff. Damit meine TP gleich völlig weg sind. Und Erika ist hinüber. Nein, ist sie nicht. Ha! Ich lebe! Giftschneider. Ja, das war jetzt voll sinnvoll. Lebe, Erika, lebe! Jetzt aber die Giftschneider. Ohnmächtig noch. Kampf. Kampf. Danke. Eieiei. Magietrank für dich und für dich und für dich. Dann gehen die mir auch bald aus. Oh, meine Fresse. Ich brauche definitiv eine bessere Möglichkeit zu heilen. Jetzt ist hier wieder ein Schalter. Oben macht da frei. Und da unten auch. Ah, jetzt kann ich auch hier rein. Sehr gut. Ist ja sowieso der gleiche Raum. Dann plätte ich die Lamia nochmal, die einzelne hier. Greifenklaue! Und Schaden und Schaden. Und Greifenklaue. Und Schaden und Schaden. Feuerfang. Firefang quasi. So, wo komme ich jetzt hin? Was war das? Hä? Das hätte jetzt keinen Sinn. Was habe ich hier getan? War das ein Schalter, der die Dinge, der die Treppen quasi ausfährt oder was? Ja, komm, einfach nur noch draufhauen, das sollte reichen. Feuerfang. Zack, danke. Sollte ich jetzt aber trotzdem nochmal ein Heilwasser rausschmeißen, einen Heiltrank rausschmeißen. Wenigstens gibt es bald ein Level-Up für Merlin. Wäre ganz cool, wenn die irgendwie mal mehr XP kriegen würde. Mehr KP kriegen würde, so rum. Kann ich jetzt hier auch lang? Ja, kann ich. Aber das war. Moment. Dafür habe ich doch den Topfwasser garantiert. 5 Heilkräuter. Heilen die mehr? Heilt fast alle negativen Statusveränderungen. Auch gut.
2 Lamia. Das ist auch im Bereich des Möglichen. Kostet mich halt nur eine Menge TP. KP, MP. Mann. Stirb doch. Stirb doch. Das auf die, das auf die. So, verstummt. Und gleich garantiert auch tot. Jo. Dann darf ich jetzt bei Merlin nochmal durchheilen. Au, das war schlau. Das hat wenigstens nicht so viel Schaden gemacht. Topf. Damit können wir die Flamme löschen. Yay. Danke. Drei Magietränke, das ist auch nett. Schalter umgelegt. Ich habe ihn voll umgelegt, den Schalter. Moment. Nee, so viel Erfahrung bringst du nicht. Hauptsache, ich muss die Käfer hier nicht wieder mitnehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Ich will nicht in die Lava laufen. Ja, gut, geil, Flucht. Mal den Schalter hier nach oben stellen, weil er... Nee, Moment, nach unten. Nee, unten ist zu... Mitte. Ah, Moment. Ey. Komm schon. Flüchtet. Danke. Nee, Mitte ist auch nicht zu. Ich hatte ihn jetzt gerade auf oben stehen. Das heißt... Und jetzt? Ha, das war einfach nur... Tricklava. Wie gemein! Na gut, bei dir lohnt das noch nicht. Lamia! Hi! Na? Nee, du bist keine Bestie. Erde, Greifenklaue und Kampf. Stirbst du jetzt am besten? Und die Greifenklaue geht daneben. Ich krieg einen Krampf. Oh. Ja, komm. Das ist doch Kacke. Warum musste das daneben gehen? Jetzt stirb! Oh. Danke. Immerhin. 180 Zenny. Wie viel habe ich denn jetzt? Wow, 1900 schon wieder. So, der bleibt nicht in der Mitte. Einfach auf gut Glück mal nach oben. Moment. Wie sieht's aus, wenn ich ihn nach unten setze? Dann kommen die Bauern, die Türme weiter hinter mir. Aber hallo. Erstmal die Truhe. Feuerring! Ja, wem gebe ich den jetzt? Ja, doch, den gebe ich am besten erstmal Merlin, weil sie ja noch gegen ihr Elementar selbst kämpfen muss. Unten ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Wow, das unten ist die perfekte Wahl. Zack. Ja, okay, dann waren die beiden ersten Schalter wahrscheinlich für die Treppe hier vorne. Und der dritte Schalter jetzt für vorne beim Eingang. Na gut, Lamia. Greifenklaue. Kampf und Kampf. Stille. Wie sie beide Stille zaubern. Greifenklaue. Kampf und Kampf. Und dann hau ich nur noch drauf. Stille ist ja Gott sei Dank jetzt nicht so schlimm, weil das nicht keinen Schaden macht, wenn ich das richtig gesehen habe. Level up! Wieso denn? Ja, okay.
Ich finde garantiert noch eine Lamia, die mich bekämpfen will. Na, nicht dich. Ach, oh nee. Ja, komm, dann gehe ich wieder hier oben rum. Nein, gehe ich. Doch, gehe ich. Wieso nicht? Da ist die Lamia, die kämpfen will. Ja, doch, kann ich, glaube ich, gerade mal ganz gut gebrauchen. Crit, wow. Are you serious? Na gut, dann hau ich jetzt auf dich auch nur noch drauf. So. Und auch das Level Up für dich. Komme ich jetzt auch noch hier raus? Nee, natürlich nicht. Hier ist auch kein Schalter. Nee. Fuck it. Muss ich ja den Schalter auf Mitte stellen? Nein, nicht gegen dich. Obwohl der Käfer ja sogar noch ging. Der hier unten ist der ekelhaft, weil 4. Dann... Wie war denn das? Nach unten, glaube ich. Ja, dann ist hier unten zu. Perfekt. Dann kann ich hier den Weg gehen, den ich gekommen bin. Nein, nicht gegen dich. Danke. Diese beleuchteten oder diese hellen Stellen machen mir immer noch irgendwie... verwirren mich immer noch. Blöder Käfer, geh weg. Danke. Na. Lamia, nicht heute. Oder? Nee, not today. Ich bin Level 13, schon krass. Dann gehe ich trotzdem erstmal wieder raus und heile mich. Und speichere vor allem erstmal. Ganz wichtig. So. Dann gehe ich nochmal shoppen. Denn ich glaube, ich brauche ein paar Heil-Items. Ich werde sie brauchen, auf jeden Fall. Ups. Lebenswasser wahrscheinlich eher nicht, weil ich ja, wenn ich alleine kämpfe, nicht so viele Lebenswasser brauche. Moment, bevor ich es vergesse, da war auch noch eine Flamme. Ich muss den Topf wieder auffüllen. Bitte lass mich das hier machen können. Nein. Ach, halb voll, okay. Dann kann ich das wohl nochmal löschen. Gut, da hat jemand mitgedacht. So kann man es natürlich auch tun. So. Shoppen, shoppen gehen. Shoppe die Shop, die Shop. Ihr seht mich nicht. Ihr seht nur meine Haare. So, kaufen. Das brauche ich ja alles nicht mehr. Aber von euch brauche ich auf jeden Fall welche. Komm, was soll der Geiz? 23 Stück. Und von dir nehme ich nicht 13 mit, von dir nehme ich 3 mit. Weil du schon irgendwie teurer bist. So. Hoch. Dann hoffe ich doch mal, dass ich jetzt da drüben in der Truhe den Schlüssel finde, den entsprechenden. Und das jetzt nicht das komplette... Nee, okay, der komplette Dungeon ist jetzt nicht wieder umgestellt. So, stand das Ding im Weg. Es ist eine rote Truhe, das wird wohl der Schlüssel sein. Dann halt doch nach oben. Ja, okay.
Ach, ich wollte es nicht anfassen. Manno. Ja, Wasser, Flamme löschen, danke. Erika wirft den leeren Topf weg. Na gut. Schlüssel des Feuers erhalten. Perfekt. Perfetto. So. Ich würde aber sagen, Leute, ich stelle mich wieder hier hin. Speichere nochmal. Und das war's dann schon wieder von mir für heute. Bis denn dann und see ya.